Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal endlich wieder weiter mit True Crime. Ich hatte jetzt eine kleine Pause seit dem letzten Fall, was aber eindeutig an dem liegt, den ich euch heute gerne vorstellen möchte. Denn dieser ist sehr groß, sehr umfangreich und beinhaltet darüber hinaus auch eine mehrstündige Gerichtsverhandlung, die ich mir natürlich dann auch über diese ganzen Stunden komplett angeschaut habe. Ihr wisst es, wenn ihr meine True Crime Videos schon länger schaut, wenn es eine Gerichtsverhandlung gibt und darüber hinaus die Möglichkeit, sie zu schauen, dann mache ich das auch komplett, um einfach das, was vor Gericht nochmal aufgebracht wird, auch in mein Video mit einfließen zu lassen. Das ist mir immer besonders wichtig, denn in der Regel werden ja bei einer Gerichtsverhandlung alle Karten auf den Tisch gelegt und dementsprechend bin ich ein großer Freund davon, diese dann zu schauen, um das Ganze dann eben mit einzubauen. Trotz mehrstündiger Gerichtsverhandlung, die ich geschaut habe, muss ich aber sagen, dass es trotzdem so ist, dass bei diesem Fall für mich auch noch einige Fragen offen bleiben. Wie gesagt, es ist eine sehr, sehr umfangreich und komplizierte Recherche gewesen, weil dieser Fall auch in Deutschland kaum bekannt ist. Deswegen musste ich da meine Fühler so ein bisschen weiter ausstrecken. Und es gibt eben auch unheimlich viele Spekulationen. Und selbst nach der Gerichtsverhandlung hatte ich das Gefühl, dass mir hier und da einfach noch etwas fehlt. Nichtsdestotrotz habe ich versucht, einen roten Faden jetzt in diese Recherche mit reinzubringen. Es gibt sehr viele Informationen für euch, meine Lieben. Es gibt eine Timeline, die ich auch hier und da immer wieder mal wiederholen werde, sodass ihr dabei bleiben könnt. Mir ist das immer sehr, sehr wichtig, dass ihr in meinen Videos einfach einen Überblick behaltet, sodass ihr euch auch am Ende dann, so gut es geht, eine Meinung bilden könnt und euch nicht irgendwie was verloren geht, wenn es so viele Informationen sind, die ich euch dann mitgeben will. Wir sprechen in diesem Video heute über den Tod eines gerade einmal 19 Jahre alten Mädchens namens Jessica Chambers, die auf eine Art und Weise zu Tode kam, die wirklich unfassbar grausam und brutal war. Jessica Chambers wurde am 2. Februar 1995 in der kleinen Stadt Clarksdale in Mississippi im Süden der USA geboren. Und über diese Kleinstadt zu sagen, jeder kennt jeden, stimmt tatsächlich, denn es gibt nur 500 Einwohner, die in Clarksdale leben. Jessica war das jüngste von 7 Kindern von Ben und Lisa Chambers und sie entwickelte sich trotzdem, dass ihr Vater bereits als sie gerade einmal 4 Jahre alt war, die Familie verließ und sich von seiner Frau trennte, sehr gut. Das Verhältnis zu ihren Geschwistern, zu ihrer Mutter, aber auch zu ihrem Vater blieb weiterhin sehr eng. Denn nachdem dieser ausgezogen ist, blieb er in Clarksdale und lebte tatsächlich nur 2 Meilen weit weg vom Haus seiner Kinder und eben auch seiner Ex-Frau, sodass er immer Kontakt zu seinen Kindern halten konnte und Jessica ihn auch regelmäßig später dann besucht hat. Und auch als er eine neue Frau einige Jahre später kennengelernt und mit dieser auch zusammen war, hat sich das Verhältnis zwischen seiner Tochter und ihm nicht verschlechtert. Im Gegenteil, Jessica mochte ihre Stiefmutter sozusagen sehr, sehr gerne und besuchte ihren Vater regelmäßig. Ja, später besuchte Jessica dann natürlich auch die High School in Clarksdale. Sie war im Cheerleading-Team, hatte viele Freunde und Menschen, die sie gut kannten, haben dann im Anschluss gesagt, dass sie es geschafft hat, mit ihrer unheimlich humorvoll, witzigen Art, aber auch mit ihrer Ausstrahlung, die sie hatte, Menschen in ihren Bann zu ziehen. Also ihre Mutter hat dann später auch einmal gesagt, wenn sie an Jessica zurückdenkt, dann fallen ihr immer ihre strahlend blauen Augen ein. Ihre unheimliche Ausstrahlung, wenn sie einen Raum betreten hat, hat sie einfach alle Blicke auf sich gezogen. Sie war allgemein ein junges Mädchen, mit der sich die Menschen sehr, sehr gerne umgaben. Und sie entwickelte sich dann auch zu einer jungen Frau mit vielen Träumen für die Zukunft. Als Kind wollte Jessica zwar immer Schriftstellerin werden, denn sie las unheimlich gerne, aber umso länger sie dann auf der Highschool war, umso mehr reifte der Wunsch in ihr, Krankenschwester zu werden. Im Jahr 2012 dann allerdings, Jessica war gerade 17 Jahre alt, da traf sie einen Schicksalsschlag, genauso auch den Rest ihrer Familie. Denn ihr ältester Bruder Ben Chambers starb 2012 bei einem Autounfall. Daraufhin veränderte sich Jessica. Sie trat aus dem Cheerleading-Team aus und hatte auch nicht mehr sehr viel Kontakt mit ihren Freunden in der Highschool, sondern suchte sich einen anderen Freundeskreis. Oftmals war sie viele Stunden nach der Schule nicht zu Hause und als sie dann wieder nach Hause kam und ihre Mutter fragte, wo sie war, da hat sie nicht wirklich geantwortet. Also ihre Mutter hatte schon den Verdacht, dass sie mit Leuten zusammen ist, die
ja, vielleicht nicht so den besten Einfluss auf sie hatten, denn es gab dann auch hier und da immer mal wieder Gerüchte, dass Jessica Drogen nehmen würde, dass sie neue Freunde hätte, mit denen sie dann abhängt und sie gemeinsam Marihuana rauchen im Auto, und sie war dann auch immer sehr, sehr müde, als sie nach Hause kam. Auf der anderen Seite rebellierte sie extrem, stritt sich oft mit ihrer Mutter, obwohl sie mit ihr ein sehr gutes Verhältnis eigentlich hatte. Also der Tod ihres Bruders hatte einen sehr, sehr extremen Effekt auf sie. Anderthalb Jahre später allerdings schaffte es Jessica trotzdem, die Highschool erfolgreich abzuschließen, und ihre Mutter und sie hatten inzwischen auch wieder ein sehr, sehr enges Verhältnis. Kurz nach dem Tod ihres Bruders stritten sie, wie gesagt, sehr oft, aber dann schweißte das Ganze sie trotzdem wieder zusammen, und vor allen Dingen deswegen, weil ihre ganzen Geschwister schon ausgezogen waren von zu Hause und Jessica die einzige war, die noch bei ihrer Mutter lebte. Ihren Traum allerdings, Krankenschwester zu werden, den verschob sie nach ihrem Highschool-Abschluss erst einmal, denn sie wollte unbedingt Geld verdienen. Deswegen beschloss sie, im örtlichen Souvenirladen von Clarksdale jetzt über die Woche hinweg immer mal wieder mehrere Stunden zu arbeiten, um irgendwann dann auch einmal selbstständig werden zu können. Kommen wir nun zum 6. Dezember 2014, einem Samstag. Die 19-jährige Jessica wacht morgens in ihrem Zimmer im Haus ihrer Mutter auf. Geweckt wird sie durch eine Nachricht, die sie auf ihr Handy bekommt. Von einem jungen Mann, den sie erst wenige Wochen zuvor kennengelernt hat. Ein junger Mann namens Quentin Tallis. Es ist nie so wirklich klar geworden, wie sich Quentin und Jessica in dieser kleinen Stadt Clarksdale eigentlich kennengelernt haben. Aber wenn man bedenkt, dass 65% der Bevölkerung von Clarksdale unter 25 sind, dann kann man sich vorstellen, dass sie sich wahrscheinlich irgendwo zufällig über den Weg gelaufen sind, vielleicht hier und da miteinander gesprochen haben und dann Nummern ausgetauscht haben. Denn es konnte nie wirklich ermittelt werden, wie die beiden zum ersten Mal in Kontakt kamen. Tatsache ist aber, dass sie sich an diesem 6. Dezember 2014 erst einige Wochen kennen und eben jetzt an diesem Morgen miteinander schreiben. Sie beschließen dann, sich auch um kurz vor 10 Uhr in Clarksdale zu treffen und miteinander abzuhängen. Und einfach einige Zeit miteinander zu verbringen. Oftmals sind sie dann auch nur in der Gegend herumgefahren. Das hat Jessica wohl auch mit anderen Freunden gemacht, dass sie einfach mal am Wochenende gemeinsam sich ins Auto gesetzt haben und einfach, ja, herumgekurvt sind und sich einfach unterhalten haben. Und genauso läuft es jetzt eben an diesem Vormittag ab. Sie holt Quentin von zu Hause ab und die beiden fahren zunächst einmal durch die Gegend. Und Jessica bekommt dann um kurz vor 10:30 an diesem Vormittag einen Anruf von ihrer besten Freundin Keisha Myers. Keisha und sie kennen sich auch schon eine ganze Zeit lang, und Keisha bittet Jessica, sie von der Arbeit abzuholen, denn sie hatte die Nachtschicht und ja, Jessica erklärt sich bereit, sie jetzt von dort abzuholen. Sie und Quentin sitzen also im Auto, als Keisha aus ihrer Arbeit herauskommt und sich ebenfalls mit ins Auto setzt. Und die drei fahren die nächsten anderthalb Stunden durch die Gegend. Quentin hat dann später ausgesagt, dass Keisha und auch Jessica im Auto Marihuana geraucht hätten. Ja, sie hätten einfach so ein bisschen abgehangen und danach hätten die beiden Mädchen Quentin nach Hause gefahren. Und dann hätte Jessica auch Keisha nach Hause gefahren, bevor sie dann um die Mittagszeit wieder zu Hause bei ihrer Mutter ankam. Jessica war dann wohl sehr müde und hat sich dann erstmal wieder hingelegt. Und über den Nachmittag hat sie dann laut Aussage ihrer Mutter erst einmal mehrere Stunden geschlafen. Um 16.30 Uhr an diesem Nachmittag wacht Jessica auf. Sie wird geweckt durch das Klingeln ihres Handys. Ihre Mutter hört im Nebenzimmer, dass sie rangeht, aber ins Bad verschwindet und dort dann telefoniert. Als sie aus dem Badezimmer herauskommt, zieht sie sich an und sagt zu ihrer Mutter, dass sie jetzt losfahren möchte, um sich was zu essen zu besorgen. Und außerdem möchte sie ihr Auto noch sauber machen und würde deswegen zur Tankstelle fahren. Ja, ihre Mutter hat sich dann von ihr verabschiedet, hat sie nochmal gedrückt und hat ihr noch gesagt, sie soll nicht zu spät kommen, sie soll auf sich aufpassen, was man eben so sagt, wenn das Kind das Haus verlässt. Und Jessica ist dann um kurz nach 16:30 von zu Hause weggefahren. Es sollte dann auch das letzte Mal sein, dass Lisa Chambers ihre Tochter lebend
sieht. Es konnte dann im Nachhinein eindeutig ermittelt werden, dass der Anruf, der Jessica um kurz vor 4:30 an diesem Nachmittag geweckt hatte, von Quentin Tellis kam. Ebenfalls konnte ermittelt werden, dass die beiden am Telefon miteinander gesprochen haben und dass Quentin Jessica gefragt hat, ob sie nicht Lust hätte, sich an diesem Tag noch einmal mit ihm zu treffen. Sie hatten sich ja am Vormittag schon gesehen, als sie durch die Gegend gefahren sind, aber jetzt am Abend möchte er gerne noch einmal mit ihr zusammen sein und fragt sie, ob sie mit ihm essen gehen würde. Sie stimmt zu, wenn er zahlt, was er dann auch macht, beziehungsweise wozu er sich dann halt auch bereit erklärt. Deswegen hat Jessica zu ihrer Mutter gesagt, sie würde sich jetzt etwas zu essen holen und ihr Auto sauber machen. Man muss vielleicht kurz zu dieser Beziehung zwischen Quentin und Jessica sagen, dass es eindeutig auch im Anschluss durch die Auswertung der Mobiltelefondaten und dem, was die in den Wochen miteinander so geschrieben haben, als sie sich kennengelernt haben, eindeutig hervorging, dass Quentin ein sexuelles Interesse an Jessica hatte, was sie wiederum nicht ganz so hatte. Also sie hat schon immer wieder auch mit ihm geschrieben, sie hatten immer mal wieder Kontakt, aber man hat eben eindeutig durch das, was da geschrieben wurde, gemerkt, wo seine Interessen an ihr liegen und dass sie das eher immer so ein bisschen abgewunken hat. Also sie hat ihn jetzt nicht irgendwie gemaßregelt und gesagt, lass das, schreib mir nicht solche Sachen. Aber sie hat jetzt auch nicht gesagt, ich will das auch. Also es war eher so ein bisschen, es ging von ihm sehr viel aus und von ihr war das eher so, ach. Um 17.30 Uhr, also circa 30 Minuten nachdem sie das Haus ihrer Mutter verlassen hat, kommt Jessica in Clarksdale an der M&M-Tankstelle an. Das ist auch, glaube ich, die einzige Tankstelle in dieser Kleinstadt und dort treffen sich immer mal wieder ja, die Jugendlichen, um dort einfach abzuhängen oder sich dort zu treffen und dann irgendwo anders hinzufahren. Also es ist so ein Anziehungspunkt für viele junge Leute in Clarksdale und Jessica kommt dort an. Die Videokamera nimmt sie um kurz nach 17.30 Uhr auf, als sie tankt, hineingeht, zahlt und wieder hinausgeht. Beim Hinausgehen sieht man, dass sie ihr Handy am Ohr hat, das heißt, sie telefoniert. Allerdings nur ganz kurz, dann nimmt sie das Handy wieder und steckt es in die Tasche. Im Nachhinein konnte ermittelt werden, dass Jessica versucht hat, Quentin anzurufen. Vielleicht hatten die beiden vereinbart, sich an der Tankstelle zu treffen und er war noch nicht da. Jedenfalls erreicht sie ihn nicht, denn wie gesagt, sie hat das Handy nur ein paar Sekunden am Ohr und dann steckt sie es wieder ein. Doch nur wenige Sekunden später nimmt sie es wieder, offensichtlich weil es geklingelt hat. Quentin hatte sie zurückgerufen und daraufhin verlässt Jessica dann die M&M-Tankstelle. Laut Rekonstruktion der Polizei war es eben so, dass sie ihn zuerst angerufen hat, er ging nicht ran, dann hat er sie ein paar Sekunden später zurückgerufen und die beiden haben dann offensichtlich vereinbart, wo sie sich jetzt treffen werden. Denn um 18 Uhr, also 30 Minuten nachdem Jessica von der Überwachungskamera der M&M-Tankstelle aufgenommen wurde, wird sie in Batesville gesehen. Zusammen mit Quentin Tellis. Batesville ist von Clarksdale ungefähr 30 Minuten Fahrzeit entfernt. Das würde also genau passen. Die beiden essen dort bei einer Taco Bell Filiale und sind aber dann weitere 30 Minuten später, also um 18.30 Uhr, wieder zurück in Clarksdale. Das zeigen die Handyauswertungen dann im Anschluss. Es ist jetzt 18.45 Uhr. Jessicas Mutter beginnt sich ein wenig Sorgen zu machen, denn ihre Tochter ist jetzt doch fast 2 Stunden nicht da und sie wollte sich ja nur kurz was zum Essen holen und ihr Auto sauber machen. Deswegen beschließt sie, sie auf dem Handy anzurufen. Um 18.45 Uhr geht Jessica dann auch an ihr Handy und spricht mit ihrer Mutter. Und Lisa Chambers ist aufgefallen, dass es um ihre Tochter herum totenstill gewesen ist. Das ist ihr deswegen aufgefallen, weil Jessica normalerweise jemand war, der immer Musik anhatte, wenn sie im Auto unterwegs war oder wenn sie außerhalb ihres Autos war, war sie immer irgendwie unterwegs. Man hat Menschen im Hintergrund reden gehört und es ist ihr einfach aufgefallen, dass es absolut still im Hintergrund gewesen ist, weswegen ihre Mutter bei diesem letzten Telefonat um 18.45 Uhr mit ihrer Tochter davon ausging, dass Jessica nicht alleine gewesen ist und dass sie in einem geschlossenen Raum gewesen sein muss, entweder in einem Haus oder in einem Auto, wo es eben ruhig war, wo niemand um sie rum war. Die beiden haben kurz gesprochen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das Telefonat nur ein bisschen über eine Minute ging.
Und Jessica meinte dann nur, dass sie noch unterwegs ist, aber dass sie bald kommen würde und dass alles in Ordnung sei. Und sie hat sich auch ganz normal angehört in diesem letzten Telefonat mit ihrer Mutter. Ab 18.50 Uhr, also kurz nachdem Jessica mit ihrer Mutter zuletzt am Handy gesprochen hat, bis 19.30 Uhr gibt es keinerlei Bewegungen weder auf ihren noch auf dem Handy von Quentin Tellis. Was aber ermittelt werden konnte, ist, dass die beiden zu dieser Zeit zusammen gewesen sein müssen. Quentin hat im Übrigen auch im Nachhinein zugegeben, dass er zu der Zeit, als Jessica mit ihrer Mutter gesprochen hat, mit ihr im Auto saß. Deswegen war es auch so ruhig im Hintergrund. Also die beiden sind dann nach dem Essen gemeinsam im Auto gesessen und haben geredet, als der Anruf von Jessicas Mutter kam. Doch was nach diesem Telefonat passiert ist, bis 19.30 Uhr, das weiß niemand. Um 19.40 Uhr dann allerdings bekommt Jessica auf ihr Handy eine Nachricht von Quentin. Es sieht also so aus, als wäre er um 19.40 Uhr nicht mehr mit ihr zusammen gewesen. Denn er schreibt ihr, dass er noch Besuch bekommt von einem Freund und dass er ihr aber noch einen schönen restlichen Abend wünscht und dass sie süß träumen soll. Komisch ist aber, dass trotzdem die beiden Handys im Nachhinein immer noch am selben Ort eingeloggt gewesen sind, im selben Masten. Also das heißt, er hat ihr eine Nachricht geschrieben, obwohl er laut Daten unmittelbar in ihrer Nähe gewesen ist. Es kam dann einfach vielen im Nachhinein so vor, als hätte er einfach versucht, sich ein Alibi zu verschaffen, indem er ihr jetzt quasi schreibt, also ich wünsche dir noch einen schönen Abend, ich krieg noch Besuch, ich habe jetzt noch was vor, träum schön, wir sehen uns am nächsten Tag. Was allerdings kurz nach dem Telefonat, das Jessica mit ihrer Mutter geführt hat, also zwischen 18.50 Uhr und 19.30 Uhr passiert ist, als Jessica mit Quentin noch zusammen war, das weiß man nicht. Um 20.07 Uhr, also weitere 30 Minuten, nachdem Quentin Jessica per WhatsApp eine gute Nacht und süße Träume gewünscht hat, da fahren zwei Männer auf der Heron Road entlang. Diese Heron Road ist eine Straße, die Clarksdale bzw. so den Magnetpunkt von Clarksdale, diese M&M-Tankstelle, verbindet durch ein bewaldetes Gebiet aus der Stadt raus. Diese Straße fahren also mitten in der Nacht zwei Arbeiter entlang. Als ihnen links am Waldrand etwas auffällt, nämlich fällt ihnen Rauch auf und als sie etwas näher hinfahren, da sehen sie, dass dort ein großes Feuer brennt. Es brennt so hoch und offensichtlich so heiß, dass die Männer dann im Nachhinein ausgesagt haben, dass oben in den Baumkronen die Äste schon glühten und brannten, sodass sie sofort die Polizei und natürlich auch die Feuerwehr verständigt haben, ohne näher an das, was auch da immer brennt, heranzufahren. Und wenige Minuten später ist dann auch die Polizei und Feuerwehr da und nähern sich dann dem Fahrzeug, das dort am Waldrand brennt. Denn dass es ein Fahrzeug ist, das wird der Feuerwehr klar, als sie näher herankommt. An dieser Stelle möchte ich jetzt eine Triggerwarnung aussprechen, denn ich kann euch natürlich, die ihr jetzt dieses Video schaut, nicht einschätzen. Das könnt ihr nur selbst tun. Ich werde euch jetzt nämlich erzählen, was an dieser Unfallstelle genau passiert ist und wie Jessica dann dort aufgefunden worden ist. Und das kann definitiv den einen oder anderen vielleicht von euch triggern. Deswegen blende ich euch jetzt hier eine Zeit ein, wo ich das erzählt habe. Ich muss halt aber dazu sagen, dass es auch einige Informationen wichtiger Art jetzt gibt. Deswegen, ihr müsst es einfach selbst entscheiden, ob ihr dabei bleiben wollt oder nicht. Aber ich kann euch nur sagen, dass wenn ihr da empfindlich seid, dass ich es euch dann lieber nicht raten würde. Als sich Chief Firefighter Cole Saley und seine Kollegen dem brennenden Auto nähern, fällt ihnen im Hintergrund eine Silhouette auf, die aus dem Wald herausgestolpert kommt. Einer der Feuerwehrmänner hat im Nachhinein vor Gericht gesagt, dass es aussah, als käme ein Zombie auf sie zu. Er hat sich für diese Aussage mehrmals entschuldigt, aber er hat das eben genauso beschrieben. Denn als diese Silhouette näher auf die Feuerwehrmänner zukommt, da erkennen sie, dass es ein Mensch ist, der da mit sehr, sehr
langsam schlürfend schleppenden Schritten und mit den Händen nach vorne ausgestreckt auf sie zugestolpert kommt und schreit: Help me, help me, help me. Zwei der Feuerwehrmänner stürzen sofort auf das junge Mädchen zu. Inzwischen können sie auch erkennen, dass es ein junges Mädchen ist. Der Feuerwehrchef Cole hängt ihr dann ein Handtuch um die Schultern. Sie ist völlig nackt. Alles, was sie trägt, ist eine Unterhose. Währenddessen kämpfen dann die anderen Kollegen mit dem Feuer, denn das Auto brennt so heiß und lichterloh. Überall ist schon Rauch. Man kann die Hand vor Augen kaum noch sehen. Und sie nehmen dann dieses junge Mädchen mit zum Feuerwehrwagen, wo sie dann auch auf dem Boden zusammenbricht. Durch das Licht, das eben von den Feuerwehrautos jetzt auf dieses junge Mädchen scheint, können sie erkennen, in welchem Zustand sie ist. Also ihre Haare sind komplett verbrannt und stehen wild vom Kopf ab. Sie ist ja, wie gesagt, nackt bis auf ihre Unterhose, deswegen können sie halt auch ihre Haut sehen, die teilweise schwarz verkohlt ist und sich auch schon abschält. Am schlimmsten verbrannt ist unter anderem ihre Gesichtspartie und auch Halspartie. Dort löst sich bereits die Haut von den Lippen und die Nase und auch hier ist alles schwarz. Und sie gurgelt Flüssigkeit hervor, was nach Benzin riecht, sodass man davon ausgehen kann, dass sie den Brandbeschleuniger auch im Hals hat. Während jetzt immer mehr Feuerwehrleute versuchen, diesen Brandort unter Kontrolle zu bringen, beugt sich der Feuerwehrchef Cole Saley zu Jessica, die auf dem Boden liegt, hinunter und flüstert ihr ins Ohr: What's your name? Wie ist dein Name? Er merkt allerdings, dass ihre Zunge so stark angeschwollen und ihre Lippen eben absolut verbrannt sind, dass sie nur sehr schwer sprechen kann. Allerdings stehen auch noch drei Polizisten dabei und sie versucht etwas zu sagen und bringt zwei Wörter heraus: Jessica Chambers. Einer der Polizisten, die ebenfalls dabei sind, ist jahrelang mit Jessica zur Schule gegangen. Er hat im Gericht dann ausgesagt, er hätte sie niemals erkannt, weil sie eben nicht mehr aussah wie Jessica. Sie war komplett verbrannt. Allerdings hat er dann verstanden, dass sie Jessica Chambers gesagt hat und hat sie dann daraufhin auch wiedererkannt. Und die Polizisten und auch der Feuerwehrmann hat dann eben auch den Namen eindeutig verstanden, nachdem sie ihn nochmal wiederholt hat, so gut es ihr möglich war: Jessica Chambers. Und dann war klar, wer dieses junge Mädchen ist. Inzwischen ist natürlich auch der Krankenwagen verständigt worden und die Sirenen sind in etwas weiterer Entfernung bereits zu hören. Trotzdem möchte die Polizei so viel wie möglich versuchen, von Jessica noch zu erfahren, während sie noch auf den Notarzt warten. Einer der Polizisten beugt sich jetzt zu ihr herunter und fragt sie: Who did this to you? Wer hat dir das angetan? Und sie sieht ihn an und sagt: Eric. Ja, eine Minute später ist dann auch endlich der Notarzt da und Jessica wird, so gut es in ihrem Zustand möglich ist, vorbereitet, um mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen zu werden. Der Hubschrauber kann allerdings in diesem Wald nicht landen. Das heißt, die Notärzte müssen erst einmal ein bisschen auf die Straße, die Heron Road, hinunterfahren mit ihr, sodass der Hubschrauber landen und sie dann auch einladen kann. Sie bereiten das alles vor. Dadurch, dass ihre Haut so extrem verbrannt ist, können sie ihr zunächst einmal keinen Katheter in die Vene legen, um ihr eine Infusion zu geben. Das gestaltet sich alles als sehr schwierig. Trotzdem versuchen sie es und schaffen es dann auch und laden sie dann eben in das Notarztauto ein. Jetzt gibt es eine weitere Situation, wo mindestens 5 Zeugen in diesem Notarztwagen gestanden sind, inklusive auch der Rettungssanitäter, der Jessica eben den Tropf versucht hat zu legen. Und auch er fragt sie in diesem Moment: Who did this to you? Wer hat dir das angetan? Und Jessica sieht ihn an und sagt: Eric. Eric set me on fire. Eric hat mich angezündet. Der Sanitäter hat dann etwas gemacht, was
meiner Meinung nach sehr klug gewesen ist. Nämlich hat er alle seine Kollegen, die außen um ihn herum in den Notarztwagen gestanden sind, gefragt, habt ihr das auch gehört? Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Und alle miteinander haben gesagt, ja, wir haben es gehört. Sie hat gesagt, Eric set me on fire. Es waren aber auch zwei Sanitäter darunter, die gesagt haben, für sie hätte es sich eher nach Derek angehört. Also Derek set me on fire, nicht Eric. Das war eben sehr, sehr schwer zu verstehen. Man muss sich vorstellen, in welchem Zustand Jessica gewesen ist. Sie stand unter Schock. Ja, sie hat es aber gesagt und wie gesagt, der Sanitäter hat extra in diesem Moment nochmal seine Kollegen gefragt, habt ihr das auch gehört? Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Und sie haben es eben bestätigt, bis auf diese Diskrepanz zwischen dem Namen Eric und Derek. Das konnten sie eben nicht eindeutig unterscheiden. Um kurz vor 22 Uhr landet der Hubschrauber, der Jessica Chambers in eine Spezialklinik bringt in Memphis. Dort wird sie von zwei Spezialisten sofort nochmal untersucht und diese können nichts mehr für sie tun. 95% ihres Körpers sind verbrannt, sie hat Verbrennungen dritten Grades. Ihre Überlebenschance ist bei null und das wissen die Ärzte, deswegen verständigen sie sofort natürlich auch ihre Familie und können es ihr nur noch leichter machen, bis diese dann auch da ist. Jessica Chambers stirbt in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember 2014, während ihre Mutter ihre Hand hält mit gerade einmal 19 Jahren an ihren unheimlich schweren Brandverletzungen, die sie hat. In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages, also des 7. Dezember 2014, beginnen dann die Ermittlungen direkt an dem Ort, wo Jessicas Wagen und auch sie selbst gefunden wurde. Ich blende euch hier einmal ein Bild ein, damit ihr euch die Umgebung ein bisschen besser vorstellen könnt. Da, wo ihr die gelbe Markierung seht, ist der Ort, wo Jessicas Wagen stand, der inzwischen natürlich abtransportiert wurde, um ihn dann natürlich genauer auf Spuren zu untersuchen. Ich blende auch hier einmal ein Bild ihres Wagens ein. Ihr müsst euch vorstellen, dass dieses Auto einmal schwarz gewesen ist und durch diese immense Hitze, die durch diesen Brand entstanden ist, hat sich das Auto komplett vom Lack verabschiedet. Also man kann sich nicht vorstellen, wie heiß das gebrannt haben muss, dass das Auto jetzt auf einmal weiß ist, obwohl es vorher schwarz war. Wichtigstes Indiz ist zunächst einmal auch für die Ermittler das Auto, das wie gesagt inzwischen abtransportiert und für sich alleinstehend noch einmal untersucht wird. Was aber an der Stelle im Wald gefunden wurde, wo das Auto überhaupt erst gebrannt hat, ist zunächst einmal Jessicas Kleidung. Diese wird einige Meter vom Auto entfernt gefunden. Sie ist auch total verkohlt und teilweise auch gar nicht mehr da, weil sie so verbrannt ist. Ebenso wird im Gras einige Meter entfernt vom Auto auch ihr Handy gefunden. Das ist ausgeschalten, aber unbeschädigt. Im Nachhinein gingen dann die IT-Spezialisten davon aus, dass das Handy sich aufgrund der immensen Hitze ausgeschalten hat, aber dass es wohl vorher schon vor dem Auto irgendwie gelandet ist oder dass es vorher dort schon hingeworfen wurde, weil wenn es im Auto gewesen wäre, dann hätte man eben gesehen, dass es verbrannt ist. Dann hätte es größere Schäden genommen, aber es hatte sich einfach nur aufgrund der Hitze, die um dieses Auto herum entstanden ist, natürlich auch ausgeschalten. Was den Ermittlern allerdings ebenfalls auffällt, ist, dass der Schlüssel fehlt. Der Schlüssel, wo auch der Autoschlüssel von Jessica, aber auch die Schlüssel zu ihrem Haus, zum Haus ihrer Mutter waren, ist verschwunden. Doch bereits am nächsten Tag, also am 8. Dezember 2014, wird der Schlüssel gefunden. Und zwar auf der Heron Road. Genau die Straße, von der ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe, die eben die M&M-Tankstelle und die Stelle, wo Jessica und ihr Wagen gefunden worden sind, miteinander verbindet, auf der Seite im hohen Gras, wird er gefunden von einer Frau. Diese Frau allerdings macht den Fehler, den Schlüssel aufzuheben und mit nach Hause zu nehmen und dann erst die Polizei anzurufen und zu sagen, ich glaube, ich habe vielleicht eventuell Jessica Chambers Schlüssel gefunden, denn mittlerweile hat sich natürlich auch in der kleinen Stadt herumgesprochen, was passiert ist. Die Polizei fährt dann zum Haus der Zeugin, nimmt den Schlüssel dann auch mit und bittet die Zeugin zu zeigen, wo genau sie ihn gefunden hat. Sie führt den Polizisten dann auch an diese Stelle und dann werden Fotos gemacht, wo der Schlüssel gelegen hat. Ja, nichtsdestotrotz hat sie ihn eben schon aufgehoben und mitgenommen, also den ursprünglichen Fundort, der wurde nicht fotografiert, das wurde halt dann eben erst im Nachhinein
so wieder hingelegt, wie es die Zeugin halt beschrieben hat. In den folgenden Tagen werden unheimlich viele Menschen aus dieser kleinen Stadt, aber auch über die Grenzen dieser Stadt hinaus vorgeladen und befragt. Inzwischen haben natürlich auch die sozialen Medien den Fall aufgenommen und es wird jetzt bereits heiß diskutiert und spekuliert, was denn da genau passiert sein könnte. Viele Menschen kannten Jessica, viele gingen mit ihr zur Schule. Sie war halt auch bekannt und hatte viele Freunde und dementsprechend kann man sich vorstellen, was da dann geredet wird, vor allen Dingen, wenn das Ganze dann auch noch auf Social Media geht. Aber das Ganze hat natürlich auch Vorteile, denn umso mehr Menschen darüber Bescheid wissen, umso mehr Informationen bekommt die Polizei. Und sie filtert diese natürlich und findet schnell heraus, dass Jessica am Tag ihres Todes an der M&M-Tankstelle gewesen ist. Und die Polizei weiß natürlich, dass es dort Videokameras gibt. Sie lassen sich die Bänder geben und sehen sich diese einmal genau an. Und man sieht, wie ich euch ja vorhin schon erzählt habe, Jessica dort tanken, man sieht sie in der Tankstelle, man sieht sie mit dem Telefon am Ohr. Das alles hatte ich euch vorher schon gezeigt. Aber man sieht auch eine Situation, in der Jessica offensichtlich von irgendjemandem angesprochen wird. Die Polizei hat ermittelt, dass derjenige, der sie wohl angesprochen hat, sie nach einer Zigarette gefragt hat, denn sie nimmt eine Zigarette, geht aus dem Bild raus, die Kamera kann sie nicht mehr erfassen, gibt offensichtlich die Zigarette ab und geht dann wieder zurück zum Auto. Die Person allerdings, die sie nach der Zigarette gefragt hat, die konnte nicht ermittelt werden und die sieht man auch auf den Bändern nicht. Ob das jetzt irgendetwas mit dem zu tun hat, was danach passiert ist, weiß man nicht. Ich wollte es aber hier auf jeden Fall nochmal erwähnen. Wer ist Eric? Oder Derek? Über 800 Personen werden in den nächsten Tagen von der Polizei vorgeladen und befragt, die einen dieser beiden Namen tragen. Allerdings kommt nichts dabei heraus. Es gibt natürlich unheimlich viele Menschen mit dem Namen Eric und Derek in der Stadt und auch über die Grenzen dieser Stadt hinaus. Jedoch kann eindeutig ausgeschlossen werden, dass sie irgendetwas mit dem Tod von Jessica Chambers zu tun haben, dass sie in der Nacht dort gewesen sind. Die meisten haben ein Alibi, waren bei der Arbeit, bei ihren Familien zu Hause, kannten Jessica überhaupt nicht. Oder denen kann auch einfach überhaupt nicht irgendwie ein Zusammenhang damit nachgewiesen werden. Diese beiden Namen führen die Ermittler zu nichts. Allerdings bekommen die Ermittler einige Tage darauf von der Computerforensik das Handy von Jessica zurück, das inzwischen komplett ausgewertet werden konnte. Und dementsprechend kann die Polizei jetzt auch ganz genau nachvollziehen, wo Jessica am Tag ihres Todes gewesen ist und vor allen Dingen, mit wem sie auch zusammen war. Deswegen laden sie zunächst einmal ihre beste Freundin Keisha Meyer vor, die dann auch in ihrer Aussage bestätigt, dass sie Jessica am Morgen ihres Todes noch gesehen hat. Sie hätte sie gemeinsam mit Quentin Tellis von der Arbeit abgeholt. Die beiden wären ein bisschen rumgefahren und danach wäre Jessica wieder nach Hause gefahren und sie hätte sie dann auch an diesem Tag nicht mehr gesehen. Die Polizei weiß aber natürlich auch, dass Jessica mit Quentin an diesem Morgen zusammen war. Nicht nur, weil sie die SMS lesen konnten, sondern auch, weil Keisha das ja jetzt auch nochmal in ihrer Aussage bestätigt hat. Daraufhin lädt die Polizei Quentin vor. Zunächst einmal streitet dieser kategorisch ab, Jessica Chambers an diesem Tag überhaupt getroffen zu haben. Die Polizei konfrontiert ihn aber dann damit, dass sie wissen, dass sie sich getroffen haben, denn sie hätten Jessicas Handy und darüber hinaus auch die Aussage von Keisha. Daraufhin gibt Quentin zu, dass er sich morgens mit ihr getroffen hätte. Allerdings wäre das dann das letzte Mal gewesen, dass er sie gesehen hat. Die Polizei wiederum hat ja aber, wie gesagt, die Nachrichten und sie waren ja auch bei Taco Bell in Batesville, wo sie ja auch gesehen worden sind. Und damit konfrontiert, gibt Quentin dann doch zu, dass er sie auch abends noch einmal getroffen hätte. Ja, er sagt, er wäre mit ihr nach Batesville zu Taco Bell gefahren. Anschließend wären sie dann auch wieder zurück nach Clarksdale gefahren und hätten sich dann gegenüber der M&M-Tankstelle, wo das Haus seiner Schwester ist, dann auf den Parkplatz gestellt und hätten dort miteinander gesprochen. Er gibt auch zu, dass Jessica dann zu dieser Zeit einen Anruf von ihrer Mutter bekommen hat und dass er zu dieser Zeit daneben saß. Das hatte ich euch ja gerade vorhin schon gesagt. Dann allerdings, sagt Quentin, hätte sich Jessica von ihm verabschiedet mit den Worten, dass sie sich noch mit jemand anders treffen würde und dementsprechend müsste sie jetzt fahren. Quentin wäre dann aus dem Auto ausgestiegen und Jessica wäre dann losgefahren, die Heron Road entlang. Und er hätte ihr dann kurz danach noch eine SMS geschrieben, dass sie schön träumen soll
und dass er sich morgen bei ihr meldet. Wie auch immer, Quentin streitet jedenfalls ab, irgendetwas mit ihrem Tod zu tun gehabt zu haben. Sie hätte sich von ihm verabschiedet, weil sie sich noch mit jemand anders hätte treffen wollen und dann hätte er sie auch zum letzten Mal gesehen. Mit dem, was Jessica passiert ist allerdings, möchte Quentin nicht das Geringste zu tun gehabt haben. Er sagt, sie hätten sich ganz normal im Auto unterhalten, dann hätte sie sich aber verabschiedet mit der Begründung, sie würde noch jemand anderen treffen, er hätte ihr noch eine Nachricht geschrieben und das wäre es dann gewesen. Der Polizei fallen allerdings bei Quentin Tellis bei diesem Verhör noch zwei weitere Dinge auf. Zum einen lassen sie sich sein Handy geben und stellen fest, dass er sämtliche Kommunikation der letzten Wochen, die zwischen ihm und Jessica stattgefunden hat, von seinem Handy gelöscht worden ist. Er sagt, er hätte diese gelöscht, gibt aber keinen Grund dafür an. Diese Daten haben sich aber danach dann wiederherstellen lassen. Gelöscht hatte sie trotzdem. Und bevor er geht, denn die Polizei kann ihm zu diesem Zeitpunkt einfach nichts nachweisen, dass er in den Tod von Jessica irgendwie involviert ist, gibt er der Polizei aber noch einen Tipp. Diese sollten sich doch lieber mal einen Mann namens Derek Holmes genauer ansehen. Derek Holmes lebt etwas außerhalb von Batesville und wurde, so habe ich das jetzt zumindest bei meiner Recherche gelesen, bei den über 800 Personen mit den Namen Eric und Derek ebenfalls bereits befragt. Doch Quentin sagt bei der Polizei, dass sie sich ihn nochmal genauer anschauen sollen, denn Jessica hätte ihm erzählt, dass dieser Derek sie stalken würde. Die Polizei allerdings hat daraufhin diesen Derek Holmes noch einmal vorgeladen und konnte ihn eindeutig als Täter ausschließen, denn er hatte für diesen Abend ein Alibi und soweit ich das jetzt auch noch recherchieren konnte, hatte er Jessica auch nicht gestalkt oder sowas. Also wie Quentin jetzt darauf kommt, diesen Namen dieses Derek Holmes zu nennen, warum er das genau gemacht hat, das weiß ich nicht, aber jedenfalls konnte dieser Derek Holmes komplett ausgeschlossen werden. Er kam einfach für diese Tat nicht in Frage. Die Ermittler können Quentin Tellis trotz der Tatsache, dass er laut den Handydaten an diesem Abend mit Jessica zusammen war und auch der Tatsache, dass er alle Kommunikation zwischen ihr und ihm von seinem Handy gelöscht hat, nicht nachweisen, dass er etwas mit der Tat zu tun hat. Dazu fehlen der Polizei einfach noch auch die forensischen Beweise vom Tatort, die einfach auch noch nicht ausgewertet sind. Deswegen konzentrieren sie sich zunächst einmal wieder auf Eric oder Derek. Diese beiden Namen sorgen nämlich für unheimlich viele Spekulationen und für Gesprächsstoff, vor allen Dingen natürlich wieder in den sozialen Medien. Auf einmal hieß es, dass Jessica Chambers sich mit Gangmitgliedern herumgetrieben hätte und diese hätten ihr dann das angetan, weil sie etwas wusste, was sie nicht hätte wissen dürfen. Dann hieß es auf einmal, ein gewisser Eric oder Derek wären zwei junge Männer, die Jessica als Dealerin angestellt hätten und für die sie Drogen verkauft hätte und deswegen hätten sie ihr das angetan, weil sie ihnen Geld geschuldet hätte. Und am Ende hieß es dann auch noch, dass Jessicas eigener Vater ihr das angetan hat, weil er verhindern wollte, dass Jessica schwanger wird von einem Afroamerikaner. Ich kann euch sagen, dass ich bei meiner Recherche wirklich teilweise gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Es ist einfach nur normal, dass so etwas passiert, dass sich das hochschaukelt, dass wenn so ein Verbrechen dieser extremen Art passiert, wo ein Opfer den Namen ihres Angreifers noch nennt, bevor es stirbt, dass das natürlich hohe Wellen schlägt, das ist ganz klar. Aber nichts von dem, was da danach in den sozialen Medien hochgeschaukelt wurde oder was da danach behauptet wurde, vor allen Dingen auch über ihren Vater, der dann in einem Interview auch wirklich unter Tränen gesagt hat, dass er es nicht fassen kann, dass er der Polizei jetzt ein Alibi geben muss für den Abend, wo seine Tochter lebendig verbrannt wurde und wo so etwas über ihn dann auch behauptet wurde. Also der Mann war völlig am Ende und auch diese ganzen anderen Dinge, dass Jessica gedealt hätte oder dass sie in irgendwelche Gangmitglieder irgendwie mit denen verstrickt wurde, das konnte man einfach alles nicht nachweisen. Also natürlich war bekannt, dass Jessica hin und wieder Marihuana geraucht hat und
Es wurden auch hier und da Gerüchte laut, dass sie hier und da auch jemanden mal etwas verkauft hat, wobei sich das auch nicht bestätigt hat. Es konnte bestätigt werden, dass sie Mariana geraucht hat. Dafür gab es Zeugen und auch bei der Autopsie wurde THC im Blut festgestellt, aber dazu kommen wir später. Aber man konnte einfach alles andere, was da gesagt wurde, nicht bestätigen. Und was man da dann teilweise wirklich alles liest, was da für Leute dann auf einmal auch an den Pranger gestellt worden sind, mit den Namen Eric oder Derek, die noch nie irgendwas mit Jessica Chambers zu tun hatten, die in einer ganz anderen Stadt wohnen, die ein Alibi hatten. Auf einmal waren alle verdächtig und das Ganze hat sich extrem hochgeschaukelt, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Einige Wochen später bekommt die Polizei dann aber die ersten forensischen Ergebnisse, sowohl aus dem Auto als auch an Jessicas Wagenschlüsseln, die eingehend untersucht worden sind. An den Schlüsseln konnten verschiedene DNA-Spuren gefunden werden, unter anderem auch die von Quentin Tellis. Das ist allerdings jetzt nicht besonders aussagekräftig, wenn wir mal ehrlich sind, denn Quentin war mit Jessica immer mal wieder zusammen, auch in den Wochen vorher. Und er hat auch gesagt, dass er hier und da mal mit ihrem Auto gefahren ist und sie saß auf dem Beifahrersitz. Dementsprechend ist es klar, dass seine DNA am Schlüssel ist, wenn er diesen natürlich auch benutzt, um das Auto anzulassen. Oder er hat ihn ja nur mal halten müssen in der Hand oder sowas. Also das ist jetzt kein Beweis für irgendwas. Allerdings taucht kurz danach auch ein weiteres Überwachungsvideo auf. Ich hatte es, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, dass Quentin Tellis Schwester direkt gegenüber von der M&M-Tankstelle ihr Haus hatte und das auch der Ort gewesen ist, an dem Jessica sich mit Quentin getroffen hat an dem Abend und die beiden im Auto saßen. Zu der Zeit, als Quentin behauptet hat, dass Jessica schon längst gefahren ist, sieht man auf dem Überwachungsvideo der M&M-Tankstelle, die zum Teil auch das Haus von Quentin Tellis Schwester, das eben wie gesagt gegenüber ist, ablichtet, wie deren Auto, ein weißer Pickup-Truck, schnell aus der Einfahrt herausgelenkt und die Heron Road hinauf fährt mit Vollgas. Auf diesem Überwachungsvideo sieht man aber, dass das Auto von einem Mann bestiegen wird, also nicht von Quentins Schwester, sondern dass es eben ein Mann ist. Und im Nachhinein hat Quentin behauptet, das wäre nicht er, sondern das wäre sein Onkel gewesen, der wohl auch irgendwie mal immer wieder in diesem Haus Gast ist. Allerdings hat die Polizei den Verdacht gehabt, dass es sehr wohl er war, denn die Zeiten würden genau passen, wenn man bedenkt, dass wir ja einen Leerlauf haben zwischen 18.50 Uhr und 19.30 Uhr, wo ja die beiden Handys weder von Jessica noch von Quentin irgendwie ein Signal gegeben haben. Und genau in dieser Zeit bewegt sich also dieses Auto die Heron Road entlang und man sieht eben, wie jemand einsteigt, von dem die Polizei davon ausgeht, dass es Quentin ist. Was noch dazu kommt, ist, dass Quentins Schwester einen Schuppen im Garten hat, wo ein weißer Benzinkanister steht. Dieser Benzinkanister wurde dann auch von der Polizei einige Tage später gefunden, allerdings ohne Benzin. Und dieser war aber nachweislich vollgefüllt, einige Tage vorher noch. Quentin hat dann zugegeben, dass er das Benzin aus diesem Kanister gebraucht hat. Allerdings hätte er das für sein Motorrad gebraucht, denn da hätte er dann das Benzin auffüllen müssen. Einige Tage später dann taucht aber ein weiteres Video auf, was Quentin noch mehr in den Fokus der Ermittler rückt, als das, was sie bisher schon haben. Nämlich ein Video, das um 20.10 Uhr aufgenommen worden ist, und zwar 5 Meilen entfernt von dem Haus seiner Schwester. Darauf ist Quentin zu sehen, wie er eine Bankfiliale betritt und Geld abhebt. Auf diesem Video trägt er etwas anderes wie das Outfit, das er zu der Zeit trug, als er sich mit Jessica getroffen hat. Das konnte später ermittelt werden durch Zeugen und auch durch andere Videoaufnahmen. Das heißt, dass Quentin sich zwischen der Zeit, wo er mit Jessica zusammen war, und der Zeit, wo er dann auf diesem Video in der Bank aufgenommen wurde, sich umgezogen hat. Warum hat er sich umgezogen? Gut, es könnte natürlich mehrere Gründe geben, warum er sich umzieht. Die Polizei verdächtigt allerdings, dass er wahrscheinlich sich selbst irgendwie die Kleidung verbrannt hat oder dass er sich vielleicht selbst mit Benzin
angeschüttet hat, als er das Auto in Brand gesteckt hat und sich dementsprechend umgezogen hat. Die Kamera zeigt ihn um 20.10 Uhr. Genau zu der Zeit, als Jessica gerade eben von dem Feuerwehrmann befragt wurde, wer ihr das angetan hat und sie gesagt hat, Derek oder Eric. Ich sage ja, dieser Fall ist absolut verwirrend, verrückt und diese Timeline bringt so viel durcheinander. Ich hoffe trotzdem, ihr seid noch dabei. Aufgrund dieser vielen Indizien, die für Quentin sprechen, bekommt die Polizei jetzt auch die Erlaubnis, sein Handy genau zu durchleuchten, was sie danach tun. Und in Verbindung mit Jessicas Handy können sie jetzt eben auch nochmal die Nachrichten, die die beiden geschrieben haben, miteinander abgleichen. Und es wird für die Polizei ganz deutlich, dass Quentin ja ein sehr starkes Interesse an Jessica hatte, was aber von ihrer Seite her, das hatte ich euch ja vorhin schon gesagt, nicht so ganz erwidert wird. Darüber hinaus kommt zum selben Zeitpunkt auch die Forensik mit Informationen zum Auto. Im Auto konnten zwar keine großen Spuren gesichert werden, was kein Wunder ist, denn es ist lichterloh ausgebrannt. Von dem Auto ist einfach mal nicht mehr der Lack übrig. Aber es konnte auf jeden Fall festgestellt werden, dass der Beifahrersitz nach hinten geklappt wurde. Das heißt, wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, und genau das haben die Ermittler gemacht, dass Quentin und Jessica wohl vorhatten, an diesem Abend im Auto doch noch miteinander zu schlafen, denn der Sitz war eben nach hinten gestellt. Und warum sollte der Sitz komplett nach hinten gestellt sein, wenn sie einfach nur im Auto sitzen? Quentin Tellis hat die Polizei aber dann auch im Nachhinein noch bei einigen weiteren Befragungen hier und da belogen, beziehungsweise hat einfach Sachen gesagt, die so nicht stimmen können. Zum Beispiel hat ihn die Polizei auch mit dem Video konfrontiert, das um 10 nach 8 in der Bankfiliale aufgenommen wurde, wo er eben auch anders angezogen war. Und Quentin hat gesagt, er hätte sich umgezogen, weil er den Abend bei einem Freund verbringen wollte, zu dem er dann auch gefahren wäre und wo er dann auch die Nacht verbracht hätte. Die Polizei hat dann diesen Freund aufgesucht und der konnte aber dieses Alibi überhaupt nicht bestätigen, das Quentin eben der Polizei erzählt hat, denn er war an diesem Abend bei einem Footballspiel in einer ganz anderen Stadt. Also ja, es war also eindeutig wieder eine Lüge, wobei ich mich halt an dem Punkt auch mal gefragt habe, warum erzählt er das? Also ich meine, er muss doch wissen, dass dieses Alibi ihn nicht wirklich weiterbringt, weil es halt offensichtlich nicht so war, aber ja, er hat eben erneut gelogen. Die Polizei ist zu diesem Zeitpunkt mehr denn je davon überzeugt, dass Quentin irgendetwas mit dem Tod von Jessica zu tun hat. Doch es wird noch einige Zeit dauern, bis sie ihn dann anklagen werden. Anfang 2015, also nicht sehr lange nachdem Jessica getötet wurde, zieht Quentin Tellis nach Louisiana. Dort heiratet er eine Frau namens Shaquita Jackson. Und im Nachhinein konnte dann auch dank der Handydaten ermittelt werden, dass Quentin Shaquita schon einige Zeit kannte. Die beiden hatten nämlich eine Beziehung, während er mit einigen anderen Frauen, unter anderem eben auch mit Jessica, ebenfalls hier und da zusammen gewesen ist. Einige der Frauen waren nur auf freundschaftlicher Ebene immer mal wieder mit ihm zusammen, aber mit anderen hatte er eben auch eine etwas engere Beziehung und eine dieser Frauen war eben diese Shaquita Jackson. Mitte des Jahres, im Sommer 2015, wird in Louisiana eine junge vietnamesische Studentin brutalst ermordet. Mit 30 Messerstichen wird sie tot in ihrem Apartment aufgefunden. Bei den Ermittlungen kann die Polizei herausfinden, dass Quentin Tellis sich in den Wochen vor dem Mord an dieser Studentin regelmäßig bei ihrem Apartmentkomplex aufgehalten hat. Das kann sowohl durch Zeugen bestätigt werden, als auch durch Aufnahmen von Überwachungskameras, als auch durch den Parkplatzwächter, der sein Auto dort regelmäßig hat stehen sehen, während er bei dieser Studentin ein- und ausging. Damit nicht genug ist es auch so, dass andere Zeugen ihn gemeinsam mit ihr immer mal wieder in der Nähe des Campus gesehen haben und eine Überwachungskamera hat die beiden tatsächlich auch zusammen aufgenommen, als sie bei einem Restaurant ganz in der Nähe ihres Apartments gegessen haben. Die Polizei sucht Quentin in Louisiana daraufhin auf und konfrontiert ihn damit, dass er sie gekannt hat. Und durchsucht daraufhin auch seine Wohnung und sie finden in seiner Geldbörse die Kreditkarten von dieser getöteten Studentin.
Allerdings ist es auch hier so, dass die Polizei bei ihren Ermittlungen Quentin Tellis zwar in Verbindung bringen kann mit dem Mord an dieser jungen Frau, allerdings können sie ihm die Tat an sich wieder nicht nachweisen, denn dafür gibt es nicht genug Beweise. Ich muss dazu sagen, dass ich mich jetzt in diesem Fall nicht so sehr eingelesen habe, aber das, was ich gelesen habe, war eindeutig, dass man ihn zwar verdächtigt hat und dass er der einzige Verdächtige war, weil es gab ansonsten niemanden, aber man konnte es ihm letztendlich nicht nachweisen. Trotzdem wird er jetzt ins Gefängnis gesperrt wegen den gestohlenen Kreditkarten, die bei ihm gefunden wurden und die er im Übrigen auch benutzt hat. Und dann, ja, auf ihre Kosten quasi dann noch Geld von ihren Karten dann verwendet hat. Kurze Zeit später, Anfang des Jahres 2016, wird dann aber sehr wohl in Mississippi Anklage wegen Mordes erhoben gegen Quentin Tellis. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, jetzt genügend Beweise zu haben, dass sie ihn mit dem Mord an Jessica Chambers in Verbindung bringen können und sie klagen ihn an. Der Prozess gegen Quentin Tellis wegen Mordes an Jessica Chambers beginnt im September 2017 im Panola County Courthouse in Bainesville, Mississippi. Den Vorsitz hat Richter Gerald Chapman und es gibt wie immer 12 Geschworene, die am Ende darüber entscheiden müssen, ob er des Mordes schuldig ist oder nicht. Sie werden von weiter entfernt liegenden Counties ausgesucht, denn sie sollen nicht voreingenommen sein. Und in dieser Gegend kennt einfach jeder diesen Fall. Deswegen hat es auch ein wenig gedauert, bis die Jury dann ausgewählt worden ist. Aber es ist soweit. Im September beginnt der Prozess mit dem Eröffnungsplädoyer der Staatsanwaltschaft. Am ersten Tag des Prozesses versucht Staatsanwalt John Champion, der Jury mit seinen Indizien beweisen, und man muss an dieser Stelle einmal ganz ehrlich sein, nichts anderes haben sie in der Hand, außer Indizien, die zwar teilweise sehr stark sind, aber eben nur Indizien sind, trotzdem der Jury darzulegen, dass es Quentin gewesen ist, der Jessica das angetan hat. Laut der Rekonstruktion der Staatsanwaltschaft soll sich das Ganze nämlich folgendermaßen ereignet haben. Jessica und Quentin lernten sich wenige Wochen vor deren Ermordung, also vor am 6.12.2014, kennen. Immer wieder trafen sie sich und verstanden sich wohl auch recht gut und tauschten Nachrichten aus. Allerdings war es, und das konnte eben auch bewiesen werden anhand der Auswertung der Handydaten offensichtlich, dass Quentin mehr von Jessica wollte als sie von ihm. Nachdem sie sich am Morgen des 6.12. schon getroffen hatten, wollte Quentin aber Jessica am Abend nochmal sehen und hat sie eben mit der Einladung zum Essen überredet, sich noch einmal mit ihm zu treffen. Sie wurde dann an der Tankstelle aufgenommen und die beiden hatten sich dann kurz danach eben noch einmal getroffen, fuhren nach Batesville zu Taco Bell zum Essen und waren 30 Minuten später wieder zurück in Clarksdale. Dort, so die Rekonstruktion der Staatsanwaltschaft, hätten sich die beiden im Auto in der Nähe der M&M-Tankstelle, wo auch das Haus von Quentins Schwester war, im Auto einfach nur unterhalten. Und dann kam der Anruf von Jessicas Mutter, die ja gesagt hat, wie still es im Hintergrund gewesen ist und dass sie den Eindruck hatte, dass jemand da ist, was Quentin ja dann auch zugab. Dann allerdings gab es ja einen Zeitraum von 40 Minuten, wo die Polizei einfach nicht weiß, was passiert ist. Doch wiederum laut der Handy-Auswertung war es so, dass sich beide zu diesem Zeitpunkt am selben Fleck befunden und sich niemand von ihnen bewegt hat. Dementsprechend geht die Polizei davon aus, dass Quentin daraufhin versucht hätte, mit Jessica im Auto zu schlafen, was sie dann vielleicht zunächst auch wollte, was erklärt, warum der Rücksitz zurückgeklappt war. Doch dann muss irgendetwas passiert sein. Das Ganze muss irgendwie außer Kontrolle geraten sein. Entweder, weil sie es dann auf einmal doch nicht wollte und er schon, oder vielleicht war es auch irgendein anderer Grund. Vielleicht hatten sie sich wegen irgendetwas gestritten oder vielleicht ist irgendetwas eskaliert. Die Staatsanwaltschaft geht dann davon aus, dass Quentin Jessica gewürgt hat, bis sie bewusstlos gewesen ist. Und als ihm dann aufgefallen ist, dass sie tot ist, denn davon ging er aus, denn sie hat sich nicht mehr bewegt, hätte er ihr Auto dann zu der Stelle in den Wald gefahren, hätte dort zunächst einmal das Auto geparkt und wäre dann von diesem Ort zu Fuß zurück zum Haus seiner Schwester gelaufen. Durch den Wald ist das nur eine kurze Strecke.
Bei dem Haus seiner Schwester angekommen, hätte er dann den Benzinkanister aus dem Schuppen geholt, wo er wusste, dass er dort mit Benzin vollgefüllt war, wäre dann ins Auto seiner Schwester eingestiegen, zu dem er auch einen Schlüssel hatte, und wäre rückwärts aus der Einfahrt hinaus und die Heron Road hinaufgefahren. Dann wäre er wieder zum Auto gefahren. Jessica war immer noch bewusstlos. Allerdings war er einfach davon ausgegangen, dass er sie getötet hätte und hätte dann, um seine Tat und alles Spuren und so weiter zu vertuschen, sie und auch ihr Auto in Brand gesteckt. Wäre dann mit dem Auto seiner Schwester wieder zurück zu deren ausgefahren, hätte es dort abgestellt und den Benzinkanister wieder in den Schuppen, wäre dann zu sich nach Hause gelaufen und hätte sich umgezogen und wäre dann mit seinem Auto zu der Bank gefahren, wo er Geld abgehoben hat, die ihn dann eben mit den neuen Klamotten wiederum aufgenommen hätte. Soweit also die Version der Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus, so führt John Champion in seinem Eröffnungsplädoyer weiter an, würde der Jury im Laufe des Prozesses auch klar werden, dass zum fraglichen Zeitpunkt, in dem Jessica und Quentin zusammen gewesen sind und darüber hinaus in der Zeit, wo sie dort dann eben auch mitsamt ihrem Auto in Brand gesteckt worden ist, es ganz klar ist, dass die beiden am selben Ort waren. Diese Auswertungen der Funkmasten würden das beweisen und auch würde der Jury im Laufe des Prozesses das detailliert vorgelegt werden. Weiterhin führt er an, dass Quentin von Anfang an die Polizei immer wieder belogen hat. Zuerst hat er gesagt, er hätte sich überhaupt nicht mit Jessica getroffen. Mit Beweisen, die das Gegenteil aussagen, konfrontiert, hatte er es dann auf einmal zugegeben, dass er sich morgens mit ihr getroffen hat. Abends wollte er sich aber erst gar nicht mit ihr getroffen haben. Erst als die Polizei ihn eben immer wieder mit Beweisen konfrontiert hat, hat er immer mehr zugegeben. Und am Ende hat er dann auch noch irgendwelche Alibis erfunden, die es gar nicht gibt, und einen Mann namens Derek mit ins Spiel gebracht, den es zwar gibt, aber der nachweislich damit nichts zu tun hat. Nach einem über 50 Minuten langen Eröffnungsplädoyer durch die Staatsanwaltschaft ist jetzt als nächstes die Verteidigung am Zug und Darla Palmer tritt vor die Jury. Sie ist die Anwältin von Quentin Tellis. Und ihr Eröffnungsplädoyer dauert im Gegensatz zu dem der Staatsanwaltschaft nicht einmal 10 Minuten. Und ich muss ehrlich sagen, dass mich das sehr beeindruckt hat. Nicht nur, dass Darla Palmer für mich den Eindruck einer wirklich hervorragenden Strafverteidigerin gemacht hat, obwohl ich sie nur kurz am Anfang 10 Minuten erlebt habe, als sie der Jury eben vorgetragen hat, warum ihr Mandant nichts mit diesem Mord an Jessica zu tun hat, sondern einfach ihr ganzes Auftreten und die Tatsache, dass sie es geschafft hat, in 10 Minuten kompakt der Jury einfach Zweifel in den Kopf zu setzen, die aber nicht aus der Luft gegriffen, sondern einfach auf Tatsachen beruhen, fand ich wirklich sehr, sehr, sehr stark. Sie nimmt zuallererst einmal die Aussage der Staatsanwaltschaft auseinander, dass die Handydaten bzw. eben die Sendemasten beweisen würden, wo sich ihr Mandant am fraglichen Abend genau aufgehalten hat. Sie sagt, dass das absoluter Mumpitz ist. Diese Stadt ist so klein, es gibt nicht viele Sendemasten und wann wer sich wo ganz genau aufgehalten hat, kann dadurch überhaupt nicht bewiesen werden. Denn, und da musste ich tatsächlich, auch wenn es wirklich alles andere als angebracht war, ein wenig schmunzeln in diesem Eröffnungsplädoyer, denn sie hat gesagt, dass jetzt ein Sendemasten, der vor diesem Gerichtsgebäude steht, vielleicht aussagen könnte, dass sie sich in der Umgebung rund um dieses Gerichtsgebäude aufhält. Aber der Sendemasten kann ja auch nicht sagen, wo sie jetzt genau steht, was sie jetzt gerade macht und wer unmittelbar in ihrer Umgebung ist und wie viele Meter entfernt sie von dieserjenigen Person steht. Also diese Handydaten sind zwar brauchbar im Sinne von, in welcher Gegend circa hat sich die Person aufgehalten, in welchen Mast war er eingeloggt, aber das beweist ja nicht, wo er genau war, ob er mit Jessica im Auto saß, ob er oder Zwischenzeit schon 3 Kilometer von ihr entfernt war. Also sie zieht das eben total in Zweifel, dass man daran jetzt irgendwas festmachen kann. Dann macht sie weiter mit den DNA-Beweisen, die, wie wir wissen, ja oftmals ausschlaggebend in einem Mordprozess sind und auch in anderen Prozessen, wo es um schwere Verbrechen geht, denn DNA ist nun mal ein sehr ausschlaggebender und durchschlaggebender Beweis und dieser fehlt in diesem Fall, und zwar komplett. Zwar wurde die DNA von Quentin Tellis an Jessica Chambers Autoschlüssel gefunden, doch das sagt nicht sehr viel, denn es war auch DNA von anderen Leuten noch auf diesem Schlüssel und darüber hinaus, wie gesagt, hat er ja diese Schlüssel hin und wieder in der Hand gehabt, als er mit ihr oder selbst er mit dem Auto gefahren ist. Aber im Autowrack an Jessicas Kleidung oder auch an ihrem Körper wurde keine einzige DNA-Spur von Quentin Tellis oder sonst jemanden gefunden.
Was nicht ganz verwunderlich ist, da alles verbrannt ist, aber nichtsdestotrotz, es gab keine Spur von ihm, die ihn irgendwie in Verbindung bringen mit diesem Ort, wo Jessica gefunden wurde und auch ihr Auto. Also es gibt keinen DNA-Beweis dort, dass Quentin sich da aufgehalten hat. Weiterhin führt Dahlia Palmer an, dass es keinerlei Beweise dafür geben würde, dass Jessica überhaupt stranguliert worden ist. Denn es gab keine Würge- oder Strangulationsmale an ihrem Hals. Dementsprechend ist die Theorie der Staatsanwaltschaft eine, die sich einfach nur mal nicht beweisen lässt. Jessicas Hals war sehr verbrannt, auch hier wieder, aber es gibt eben keine Beweise. Es gibt keine Strangulationsmerkmale, die vor Gericht vorgelegt werden könnten. Dementsprechend kann die Staatsanwaltschaft das gerne behaupten, aber Beweise gibt es dafür nicht. Und diese ganzen Dinge, die sie da aufgeführt hat in diesen 10 Minuten, das waren richtige Knaller gegen die Staatsanwaltschaft, die ja ohnehin nur Indizien hat. Zum Ende ihres Eröffnungsplädoyers sagt Dahlia Palmer dann der Jury noch, dass Jessica den Namen des Mannes, der ihr das angetan hat, selbst genannt hat. Und deswegen sollte Eric oder Derek heute vor Gericht stehen und nicht ihr Mandant. Dann beginnt der Prozess und im Laufe der nächsten Tagen und Stunden, in dem ich ihn mir ja auch angeschaut habe, wird immer deutlicher, dass die Staatsanwaltschaft unter anderem auch entkräften möchte, dass Jessica Chambers den Namen ihres Mörders genannt hat. Es wird jeder einzelne Polizist, jeder Feuerwehrmann und auch jeder Sanitäter im Zeugenstand genauestens danach befragt, wie das abgelaufen ist, was da Minute für Minute tatsächlich passiert ist. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Männer in einem Zeugenstand, in einem Gerichtsprozess weinen sehen wie bei diesen. Der leitende Fire Chief Cole kann bis heute nicht mehr arbeiten. Der ist im Zeugenstand wirklich in Tränen ausgebrochen, als er nochmal beschrieben hat, wie Jessica völlig verbrannt auf ihn zukam, wie sie ausgesehen hat. Weitere Zeugen, man hat ihn einfach angesehen, dass das ein Anblick war, den sie nie vergessen werden. Ein Mensch, der völlig verbrannt ist. Man kann sich das halt einfach auch nur sehr schwer vorstellen. Aber diese Zeugen waren halt auch sehr, sehr wichtig. Die Aussagen waren sehr emotional. Und im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft, die eben einfach versucht hat, nicht diese Zeugen und deren Aussagen zu diskreditieren, sondern einfach das Ganze für die Jury so darzustellen, wie wenn das nicht Eric oder Derek gewesen ist, was aus ihrem Mund kam, sondern einfach andere Laute. Man hat es gemerkt, die Staatsanwaltschaft hat jeden Zeugen befragt, war es laut um sie herum? Haben sie die Sirenen, das Wasser, die Löschfahrzeuge, die vielen Leute, haben sie denn überhaupt verstanden, was sie gesagt hat? Jessica hat doch so schlecht Luft bekommen. Konnte sie überhaupt, haben sie das wirklich deutlich verstanden? Also man hat schon gemerkt, dass da einfach versucht wird, Zweifel in den Köpfen der Jury zu säen, ob sie diesen Namen wirklich deutlich ausgesprochen hat. Aber keiner der Polizisten, keiner der Feuerwehrmänner und auch vor allen Dingen nicht die Sanitäter, die Jessica dann am Schluss im Notarztwagen noch einmal befragt haben, wer ihr das angetan hat, lassen es sich nehmen, zu wiederholen, was sie gehört haben. Am Ende kommt heraus, dass sie insgesamt zu 8 verschiedenen Personen den Namen Eric oder Derek gesagt haben soll, nachdem sie gefragt haben, wer ihr das angetan hat. Derek, Eric, Eric, Derek, Eric, Derek, Eric, Eric. 8-mal. So oft hat sie das gesagt. Das, so sagen die Zeugen, haben wir uns nicht eingebildet. Der Verteidigung kommt auch noch eine weitere Aussage eines Feuerwehrmannes sehr entgegen. Denn dieser sagt vor Gericht, dass er Jessica nicht nur gefragt hat, wer hat dir das angetan, und sie hat daraufhin Eric gesagt, sondern er hätte sie auch nach dem Nachnamen von Eric gefragt. Daraufhin allerdings hätte Jessica nichts gesagt, also er hatte das Gefühl, sie wollte den Kopf schütteln, aber sie konnte sich nicht mehr richtig bewegen zu dem Zeitpunkt, aber sie hat den Nachnamen nicht gesagt. Die Verteidigung legt das jetzt so aus, dass sie ja wusste, dass Quentin Tellis mit Nachnamen heißt. Also sie kannte Quentin. Warum sollte sie sagen, Eric hat ihr das angetan, wenn es Quentin war? Also das macht halt keinen Sinn, dass sie das 8-mal wiederholt, wer es gewesen ist und den Nachnamen dieses Erics oder Dereks nicht weiß. Wenn es aber
Tallis gewesen sein soll. Also die Verteidigung, der Verteidigung kommt das sehr, sehr, sehr entgegen, diese Zeugenaussagen zum Thema Eric und Derek. Am vierten Prozesstag ist dann die medizinische Abteilung an der Reihe und ab diesem Zeitpunkt habe dann ich auch das gemacht, was ich eigentlich immer mache, wenn eine Gerichtsmedizin aussagt, nämlich habe ich ausgeblendet, denn ich muss sagen, dass mich der Fall bis dahin extrem mitgenommen hat, aber wenn ich dann in eine Gerichtsverhandlung reingehe, dann blende ich das so ein bisschen aus, weil mich dann einfach das, was da passiert, so sehr interessiert und ich ja ohnehin sehr interessiert bin an Forensik und Gerichtsmedizin, dass ich dann diesen ganzen Schrecken und diese ganze Brutalität dieser Tat, so verrückt sich das vielleicht anhört, aber ein bisschen ausblenden kann und dann eher mit viel Interesse dabei bin. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt auch an dieser Stelle wieder beschreiben, was die Gerichtsmedizin zu Jessicas Zustand gesagt hat. Wenn ihr also auch da eure Schwierigkeiten habt und euch das nicht anhören wollt, werde ich euch hier wieder eine Zeit einblenden, wo ihr dann vorskippen könnt und dann wieder ins Video einsteigen könnt. Zunächst einmal kommt die Intensivschwester zu Wort, die Jessica, nachdem sie mit dem Hubschrauber in der Klinik für Brandopfer ankam, im Empfang genommen hat. Sie erzählt, in welchem Zustand Jessica war. Sie sagt im Zeugenstand aus, dass sie ihr einen neuen Tubus gesetzt hat, also quasi ein Plastikröhrchen, das dann bis hinunter in die Lunge führt, um dem Patienten das Atmen zu erleichtern. Denn zu diesem Zeitpunkt konnte sie fast überhaupt nicht mehr atmen. Sie hatte zwar schon einen Tubus, aber der wurde jetzt erneuert, dass es ihr noch leichter fällt, noch zu atmen. Darüber hinaus wurde sie dann auch an eine neue Schmerzinfusion gehängt und ein Arzt namens Dr. Hickerson und ein weiterer Kollege wurden gerufen. Dr. Hickerson ist ein Spezialist für Brandopfer, eine Koryphäe auch auf seinem Gebiet und er leitet eben diese Klinik. Er hat sich Jessica dann sofort angesehen und ihr keine Überlebenschance eingeräumt. Sie hatte, wie gesagt, an über 95% ihres Körpers Verbrennungen zweiten und vor allen Dingen dritten Grades. Und Dr. Hickerson wird dann auch nach der Intensivschwester in den Zeugenstand gerufen und es wird vor der Jury eben jetzt einmal ganz genau erzählt, was Jessica für Wunden hatte und woran sie letztendlich gestorben ist. Die Todesursache, und da ist sich auch Dr. Hickerson mit der Gerichtsmedizinerin einig, die dann ebenfalls aussagt, war eine extreme Rauchvergiftung aufgrund des Feuers und des Rauchs eben, das sie eingeatmet hat. Aber vor allen Dingen war es eben auch Organversagen, Herzversagen aufgrund ihrer massiven Verbrennungen. Dr. Hickerson wird dann befragt, was es eigentlich heißt, Verbrennungen dritten Grades zu haben. Und er erzählt dann, dass ein Mensch, der so extreme Verbrennungen hat, einfach keine Schutzfunktion mehr hat. Unsere Haut schützt uns ja, sie schützt uns vor äußeren Einflüssen, vor Giften, auch vor Verletzungen von außen. Unsere Haut ist unser größtes Organ und das Organ, was auch die größte Schutzfunktion hat. Und er hat eben gesagt, dass das komplett wegfällt. Wenn man Verbrennungen dritten Grades hat, ist die Haut sehr dunkelbraun. Man muss sich vorstellen, wie wenn man so ein Selbstbräuner drauf macht, das hat er dann auch im Gerichtssaal so beschrieben, so ist die Haut dann. Und bei Verbrennungen dritten Grades hat sie die Konsistenz quasi, also es fühlt sich an wie Leder. Und wenn man eine Verbrennung dritten Grades hat, kann man die Haut einfach abnehmen. Also die Membran ist nicht mehr da, also es gibt keine Schutzfunktion mehr, man kann die Haut einfach wegziehen. Und das ist ja auch der Grund, warum Jessica im Gesicht vor allen Dingen, wo die Verbrennungen auch mit am schlimmsten waren, die Haut schon abgefallen ist. Es werden Bilder von Jessica Chambers gezeigt, wie sie aufgefunden wurde, die von den Sanitätern vor Ort gemacht wurden. Es werden Bilder von ihr gezeigt, als sie dann in der Klinik für Verbrennungsopfer war, und zwar von ihrem ganzen Körper. Diese werden im Gerichtssaal vorgelegt. Ich glaube, man kann sich vorstellen, wie das für die Eltern von Jessica war. Ihr Vater konnte überhaupt nicht hinsehen, ihre Mutter auch nicht. Und auch für den Rest der Menschen, die da im Gerichtssaal saßen, das hat man ihnen im Gesicht angesehen, war das einfach extrem. Und auch für mich, die sich diesen Prozess angesehen hat, war es, ja, nicht ohne diese Bilder anzusehen. Wie gesagt, ich bin da dann immer sehr konzentriert auf die Aussagen des Arztes. Deswegen kann ich das so ein bisschen ausblenden. Aber es sind halt schon sehr, sehr krasse Bilder, die einem da gezeigt werden von so einem jungen Mädchen, wenn man sie kurz vorher noch lächeln sieht. Und dann sieht man ihr Gesicht, wie es dann so aussieht. Dr. Hickerson erklärt weiter, dass Jessicas Rücken nicht
verbrannt war oder nicht so sehr verbrannt war und auch nach unten an ihrem Po entlang bis nach unten über ihre Ober- und Unterschenkel auf der Rückseite nicht, was dafür spricht, und es hat auch die Gerichtsmedizinerin bestätigt, dass sie gesessen ist, als sie angezündet wurde. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie in ihrem Beifahrersitz gelegen hat, als sie quasi angezündet worden ist, denn die Rückseite ist, wie gesagt, nur ein bisschen verbrannt. Die schlimmsten Verbrennungen hat sie eben komplett vorne im Gesicht und an den Haaren und am Rücken nicht. Weiterhin konnte bei der Autopsie festgestellt werden, dass sie THC im Blut hatte. Das ist quasi der psychoaktive Stoff, der freigesetzt wird, wenn man Marihuana in irgendeiner Art und Weise konsumiert. Weiterhin konnte er feststellen, dass sie an den Oberarmen hier und auch auf dieser Seite blaue Flecken hatte. An den Armen waren die Verbrennungen auch massiv, allerdings konnte er diese blauen Flecken trotzdem noch ausmachen. Er konnte jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob sie etwas mit dem Brand an sich zu tun hatten oder ob sie vor dem Brand einfach schon da gewesen sind. Sie waren auf jeden Fall zu sehen. Am Hals und im Gesicht waren die Verbrennungen aber so massiv, dass er nicht feststellen konnte und auch eben seine Kollegin nicht, die Autopsie gemacht hat, ob am Hals irgendwelche Strangulations- oder Würgemale waren. Dazu war das einfach alles viel zu verbrannt. Das konnte man einfach nicht ausmachen. Was Dr. Hickerson aber ebenso im Zeugenstand gesagt hat und wo auch wieder die Staatsanwaltschaft sehr, sehr dahinter gewesen ist, war, dass Jessicas Zunge so massiv angeschwollen und verbrannt war, dass sie nicht in der Lage gewesen wäre, klare Wörter, geschweige denn Sätze zu formulieren. Dementsprechend zieht Dr. Hickerson in Zweifel, dass Jessica das Wort Eric oder Derek hätte aussprechen können. Er hat dann auch nochmal vorgemacht im Gerichtssaal, wie sich das angehört hätte, wenn Jessica mit dieser Zunge gesprochen hätte. Denn ich fand das dann auch sehr interessant, wie er das vorgemacht hat, denn er hat gesagt, das sind dann Schmerzlaute, die aus dem Mund kommen. Also das Wort Eric zum Beispiel klingt dann eher wie oder das Wort Derek, also es hört sich jetzt blöd an, wenn ich das vormache, aber ich will euch einfach damit zeigen, was ich meine. Also er hat das auch im Gericht selbst vorgemacht, dass er eben der Jury zeigt, dass das eher Schmerzlaute sind, die aus einem Mund eines Menschen kommen, der so verbrannt ist, und dass es unmöglich ist, dass sie da irgendwie klare Sätze gebildet hat. Was noch dazu kommt, ist, dass Jessica Chambers ja offensichtlich auch der Brandbeschleuniger in den Hals geschüttet worden ist, denn man hat bei der Autopsie auch festgestellt, dass hier bis nach unten alles verkohlt und schwarz war und also dunkelrote Stellen teilweise hatte, teilweise verbrannte schwarze Stellen im Inneren ihres Halses, sodass auch ihre Stimmbänder in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Deswegen so klare Wörter oder Sätze, das wäre seiner professionellen Meinung nach überhaupt nicht möglich gewesen. Nichtsdestotrotz, die Verteidigung vernimmt dann natürlich oder befragt dann natürlich Dr. Hickerson auch, und die Verteidigung fragt ihn ganz klar, können Sie zu 100% ausschließen, dass Jessica Chambers einen klaren Satz oder ein klares Wort formuliert hat? Und Dr. Hickerson sagt, nein, 100% ist nichts im Leben. Er kann sich nicht vorstellen, dass sie noch deutlich sprechen konnte, aber er kann es nicht ausschließen. Und dementsprechend ist es auch hier wieder so, dass trotz der Bemühungen der Staatsanwaltschaft einfach auch nahezulegen, dass sie mit diesen Verletzungen überhaupt nicht mehr klar hat denken können und deswegen auf Fragen überhaupt nicht antworten konnte, auch irgendwo widerlegt ist, weil Zeugen sind nun mal Zeugen und 8 Männer haben gehört, dass sie Derek oder Eric gesagt hat. Und die Befragung von Dr. Hickerson war sehr, sehr interessant. Ich habe wirklich den höchsten Respekt für diesen Mann und seine Arbeit und was er den ganzen Tag sieht. Und wie er eben auch, wie couragiert er eben auch seine Aussage gemacht hat, sowohl für die Verteidigung als auch für die Staatsanwaltschaft natürlich, fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Am Ende jedoch hat er gesagt, dass er noch nie in seinem Leben so einen schwer verbrannten Menschen sah, wie Jessica Chambers es war. Im Oktober 2017, also nicht lange nachdem
der Prozess begonnen hat, ist er auch schon zu Ende. Die Jury zieht sich zu ihren Beratungen zurück und kommt wenig später auch mit einem Urteil, nämlich mit einem Urteil, das keines ist. Die Jury konnte sich nicht einigen und dementsprechend ist der Prozess gescheitert. Daraufhin wandert Quentin Tellis dann trotzdem wieder ins Gefängnis, denn er sitzt ja immer noch die Strafe wegen der gestohlenen Kreditkarten der Studentin in Louisiana ab. Doch während dieser Zeit bereitet sich die Staatsanwaltschaft in Mississippi auf einen zweiten Prozess vor. Sie wollen Jessica Chambers Gerechtigkeit verschaffen und sie sind nach wie vor davon überzeugt, dass Quentin Tellis es gewesen ist. Deswegen beginnt ein Jahr später, also im Oktober 2018, der zweite Prozess. Das Ganze beginnt noch einmal von vorne. Die Zeugen sagen alle noch einmal aus. Diesmal sind auch weitere Experten da, die bestätigen sollen, dass Jessica den Namen ihres angeblichen Mörders nicht gesagt hat. Und es gibt noch mehrere andere Zeugen, viele Mediziner auch, die aussagen. Aber letztendlich zieht sich die Jury dann wieder zurück und kommt wieder zurück. Ohne Urteil, denn auch der Prozess Nummer 2 gegen Quentin Tellis wegen Mordes an Jessica Chambers ist gescheitert. Die Jury wird sich nicht einig. Heute im Jahr 2020 sitzt Quentin Tellis nach wie vor in Haft wegen der Kreditkarten, die er der Studentin gestohlen hat, die ermordet worden ist. Jessicas Eltern wissen bis heute nicht, was genau in dieser Nacht passiert ist und wer ihrer Tochter das angetan hat. Ein wirklich grausamer Zustand, in dem die ganze Familie von ihr, auch ihre ganzen Geschwister, nach wie vor leben müssen. Es gibt einfach keine endgültigen Antworten, es gibt kein Urteil. Es gibt nur Eric oder Derek oder Quentin Tellis und niemand weiß im Prinzip genau, was passiert ist. In den Wochen und Monaten, bevor der erste Prozess überhaupt begonnen hat, aber auch in der Zeit während des ersten und auch des zweiten Prozesses gegen Quentin Tellis, kamen auf einmal unheimlich viele Gerüchte auf. Das war ja schon im Vorfeld so, aber dann erst recht. Es hieß nämlich auf einmal, dass Quentin Tellis ja so viele Frauen getroffen hat oder mehrere Frauen getroffen hat, neben Jessica Chambers, was ja auch danach ermittelt werden konnte, und dass angeblich einige dieser Frauen gesagt hätten, dass er sich unter anderem Namen bei ihnen vorgestellt hat. Also der einen hätte er erzählt, er heißt Daniel, der nächsten hat er erzählt, er heißt Andy, der übernächsten hat er dann was anderes erzählt, und auf einmal wurden Gerüchte laut, dass er sich ja bei Jessica als Eric hätte ausgeben können. Also, dass er quasi Jessica gesagt hat, sein Name wäre Eric oder eben Derek. Ja, diese ganzen Gerüchte kamen dann auf einmal auf. Dann hieß es auch, dass Jessica vielleicht Quentins Namen überhaupt nicht kannte und dass sie ihn einfach Eric nannte, weil das sein Spitzname ist. Also lauter solche Sachen. Man muss aber halt einfach sagen, dafür gibt es keine Beweise. Also es gab keinerlei Beweise, dass Jessica jetzt Quentin Eric genannt hat, dass sie ihm diesen Spitznamen gegeben hat. Es gab keinerlei Beweise dafür, dass Quentin seinen Frauen, die er so hatte, verschiedene Namen genannt hat. Also das hieß es halt, aber ich habe in meiner Recherche nichts gefunden, dass das stimmt. Und ich konnte auch nicht herausfinden, ob eine dieser Frauen ihn unter Eric gekannt haben, dass er sich ihnen als Eric vorgestellt hat. Ich glaube, dass in keinem Fall, sonst wäre das vor Gericht mit Sicherheit aufgebracht worden, aber das war nicht so. Aber daran sieht man es halt, ne? Also es gibt halt dann auf einmal so viele Gerüchte. Es hieß dann auch, dass Jessica überhaupt nicht wusste, wie Quentin heißt und dass sie auch seinen wahren Namen nicht kannte. Nicht nur, dass sie ihm den Spitznamen gab, sondern dass sie es überhaupt nicht kannte. Wo ich mir dann auch dachte, wie kommt man jetzt darauf? Also sie trifft sich doch seit mehreren Wochen schon mit ihm. Sie saß mit ihm alleine schon öfter im Auto. Sie haben zusammen gegessen. Also natürlich wusste sie, wie er heißt. Also natürlich kann es sein, dass er ihr einen anderen Namen gesagt hat, aber dass sie überhaupt nicht wusste, wie sie ihn nennen soll. Solche Gerüchte kommen dann auf einmal auf, dass... Ja, das ist verrückt. Ja, meine Lieben, am Ende dieses Videos, an dieses langen Videos jetzt einmal tief durchatmen, denn es waren jetzt unheimlich viele Informationen, die ich euch gegeben habe, und ja, die Schilderungen, wie Jessica zu Tode kam, waren auch nicht ohne.
Ganz im Gegenteil, trotzdem möchte ich euch natürlich am Ende meines Videos meine Meinung nicht vorenthalten. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass es mich in keiner Weise gewundert hat, dass die Jury sich in diesem Fall nicht auf ein Urteil einigen konnte. Denn auch wenn unheimlich viele Indizien, auch sehr starke Indizien, aufgebracht wurden von der Staatsanwaltschaft innerhalb des Prozesses und auch in den Ermittlungen davor, dass Quentin Tellis in den Mord von Jessica Chambers involviert gewesen und ihn wahrscheinlich sogar begangen hat, ist es trotzdem so, dass der ausschlagende Beweis gefehlt hat. Es gab keinerlei DNA-Spuren, es gab keine Strangulationsmerkmale an Jessicas Hals, die aber die Theorie der Staatsanwaltschaft eindeutig gestützt hätten. Ich persönlich glaube darüber hinaus, dass die Jury auch unheimlich überzeugt gewesen ist von den vielen Aussagen der Ersthelfer, die mit Jessica gesprochen haben und wo sie eben den Namen Eric oder Derek gesagt hat. Ich glaube, dass das die Jury sehr, sehr, sehr eingefangen hat, denn das waren einfach starke Aussagen und ich kann mir vorstellen, dass in jedem einzelnen Jurymitglied die Frage im Kopf aufgeploppt ist, warum sollte sie sagen, Eric oder Derek hat ihr das angetan, wenn sie auch hätte sagen können, Quentin. Also ich glaube, dass das doch sehr viel Einfluss auf die Jury hatte, was ich auch verstehen kann. Denn ich ganz persönlich glaube sehr wohl, dass es genauso war, dass sie Eric oder Derek gesagt hat, als man sie gefragt hat, wer ihr das angetan hat. Denn was mir eben sofort in den Kopf geschossen ist bei meiner Recherche, war, dass sie ja auch ihren Namen gesagt hat. Und mich hat das so gewundert, dass das vor Gericht nicht nochmal aufgebracht wurde. Denn der Feuerwehrmann hat sie ja als allererstes nach ihrem Namen gefragt. Und er hat sie zwar nicht so gut verstanden, aber der Polizist, der daneben stand, hat verstanden, dass sie gesagt hat, Jessica Chambers. Also sie konnte das formulieren, sie konnte das sagen. Und ich meine, wenn sie ihren Namen sagen kann, zwar nicht ganz deutlich, aber so, dass man sie doch verstanden hat, warum sollte sie dann den Namen Eric oder Derek kurze Zeit später nicht sagen können? Also es kam dann natürlich auch so auf, dass umso länger diese Verletzungen andauern und umso länger sie quasi ihren Schock langsam verliert, umso extremer werden die Schmerzen und umso weniger klar kann sie denken. Das heißt, dass sie vielleicht ihren Namen noch klar hätte aussprechen können, aber kurze Zeit später dann nicht mehr, wer ihr das angetan hat. Ich glaube aber den Aussagen dieser vielen Männer, die das an diesem Abend gehört haben, und ich bin davon überzeugt, dass Jessica das gesagt hat. Wer Eric ist, wer Derek ist und ob sie das in diesem Zusammenhang wirklich mit dem, was ihr passiert ist, in Verbindung gebracht hat, was in ihrem Kopf vorging, ob sie das gesagt hat, weil sie es so gemeint hat oder wollte sie vielleicht etwas ganz anderes sagen, aber es kam einfach nichts mehr aus ihrem Mund heraus, weil sie so schlimm verbrannt war, weil sie so wenig Luft bekam, das weiß ich nicht. Aber dass sie Eric oder Derek gesagt hat, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen aufgrund des Prozesses und aufgrund dessen, was halt auch da vor Gericht alles bestätigt wurde durch die Zeugen. Für mich wurde in diesem Prozess nicht zweifelsfrei bewiesen, dass Quentin Tellis für den brutalen Mord an Jessica Chambers verantwortlich ist. Ich neige dazu zu glauben, dass er es war, aber es gibt eben keinen Beweis und nur so kann einfach Recht gesprochen werden. Zumindest vor jedem rechtsstaatlichen Gericht dieser Welt sollte zweifelsfrei bewiesen werden, dass ein Mensch eine Tat begangen hat, wenn man ihn dann auch verurteilen will. Erst recht, wenn es um Mord geht und erst recht, wenn es um eine lebenslange Haft beziehungsweise in manchen Fällen auch um die Todesstrafe geht. Und genau das konnte in diesem Fall eben nicht zweifelsfrei bewiesen werden. Es gibt unheimlich viele Indizien, auch sehr starke Indizien, die auch mich, wie gesagt, dazu tendieren lassen, dass ich glaube, dass er es war. Aber im Prinzip ist es eben einfach so, dass es nicht letztendlich zweifelsfrei bewiesen werden konnte. Und selbstverständlich gab es viele Leute, die dann gesagt haben, naja, kaum ist er in Louisiana, ist er mit einer jungen Studentin irgendwo unterwegs, die dann ebenfalls brutal ermordet aufgefunden wird. Er klaut danach ihre Kreditkarten. Naja, also ich meine, die Sache ist doch klar. Ja, für viele mag das so sein und vielleicht ist es ja auch so gewesen. Aber für mich ist am Ende immer interessant, was man halt auch beweisen kann. Glauben kann man viel, annehmen kann man viel und man kann sich auch aufgrund dessen, was man selbst auch als Laie recherchiert hat oder was man so mitbekommen hat in einem Prozess, der Meinung sein, dass er es hundertprozentig gewesen ist für einen selbst. Nur es geht einfach darum, was man beweisen kann. Und das ist oftmals, wie auch in diesem Fall, sehr, sehr frustrierend, dass diese Beweise eben nicht geführt werden konnten.
Ja, meine Lieben, das war's jetzt mit dem unheimlich schrecklichen Fall zum Tod von Jessica Chambers. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare eure Meinung. Was glaubt ihr? Könnt ihr nachvollziehen, warum sich die Jury sowohl im ersten als auch im zweiten Prozess nicht auf ein Urteil einigen konnten? Was glaubt ihr? Hat Quentin Tellis etwas mit dem Mord an Jessica zu tun oder seid ihr der Meinung, nein, er ist absolut unschuldig? Was glaubt ihr, ob Jessica Chambers wirklich den Namen ihres Mörders genannt hat, als sie Eric oder Derek gesagt hat? Oder glaubt ihr, dass es einfach auf ihren Schock zurückzuführen ist und dass sie einfach überhaupt nicht klar denken konnte und dass das alles gar nichts damit zu tun hat und dass man darauf hätte nicht so viel Wert legen sollen, was sie da gesagt hat? Auf das alles bin ich natürlich unheimlich gespannt. Meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet mit dem Video etwas anfangen. Ich weiß, es war heute sehr viel und es war wahnsinnig viel Stoff, der auch zum Aufnehmen ist, aber ich hoffe, ihr konntet halbwegs irgendwie den roten Faden beibehalten. Schreibt mir auch das natürlich unten in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Das Video wird wirklich lange genug und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.